zu sagen. Ich hatte bereits jede Menge Leben nach dem Tod. Und dieses hier kommt dem Fegefeuer ziemlich nahe. Fast 50 Jahre in eisgekühltem Gelee zu schweben, wie ein medizinisches Versuchsexemplar. Mit Gedanken, die wie Ratten durch die verwinkelten Silikongänge von Maschinen laufen. Gefangen hinter Videoschirmen und Kamerasystemen. Ohne Schlaf, ohne Ruhe. Immer voller Gedanken über eine Welt, zu der man nicht länger gehört. Nein. Wenn das ein Vorgeschmack aufs Jenseits ist, reicht einfaches Vergessen völlig aus. Alle Zwischeneinrichtungen werden in 3 Minuten durch Explosionen versiegelt. Wir haben die Schülerzahlstände erhoben. Ausgangsleiter an unterwegs. Verschwenden Sie keine Zeit, Alcatraz. Über die Brücke! Kompatibilitätsregistrierung abgeschlossen. Brauchbarkeitsbewertung des Nanokatalysators abgeschlossen. 100%. Tunguska-Interaktion installiert. Alle Systeme online. Einsatzbereit. Special Operations Group? Sie waren bei der CIA? Warum haben Sie mir nichts gesagt? Ihnen sagen? Gut, jetzt mal halblang wirklich.
aber ich hätte Ihnen helfen können. Ja, klar. Sie wollen helfen? Dann helfen Sie mir, diesen Kerl zu finden, wenn Sie so sicher sind, dass er der Schlüssel ist. Der Anzug ist es. Alcatraz und der Anzug, beides zusammen. Das ist die Waffe. Ja. Gino, irgendwas? Nichts, Ma'am. Durchsuchung beendet. Wir arbeiten uns entlang der Küste zurück. Ich glaube nicht, dass wir... Da! Das ist sein Signal. Das Gino. Ist er. Zurück zu den Fahrzeugen. Wir haben ihn. Hier drüben! Hier lang, hierher! Meine Güte. Ich dachte, sie wären auf dem Grund des Flusses. So. Bye-bye, Hargreave. Jetzt sind wir wohl auf unserer Seite. Schön, Sie zu sehen, Mann. Hören Sie, ich habe mir überlegt, dass Sie vielleicht... Später, Professor. Halten Sie die Vorlesung unterwegs. Hier entlang. Los! Erreiche die SEV-Struktur im Central Park. Steige auf das Fahrzeug. Alcatraz! Mann, Sie haben es geschafft! Basis der SEV direkt unter dem Wasserspeicher im Central Park und Prophet war drin. Dort ist die Hauptregulierung der Sporen. Dort wird alles ausgelöst. Wenn wir Sie und den Anzug da reinkriegen, haben wir eine Chance, die gesamte Invasion zu stoppen. Aber wir müssen in den Park, solange noch Zeit ist. Das ist der Kanal, Man. Legen Sie los. Colonel Barclay, hier ist Lieutenant Tyra Strickland im Auftrag der Special Operations Group. Wir sind unterwegs zum Central Park mit einer Waffe, die den SEV-Angriff stoppen kann. Wir verfügen dank SEV über Transportmittel, aber wir brauchen Luftunterstützung. Können Sie uns unterstützen? Miss Strickland, hier ist Barclay. Hören Sie gut zu. Ich hatte gerade einen Streit mit dem Pentagon. Die wollen einen Panzerstück mehr als meinen Kopf auf Manhattan abwerfen. Sir, das ist Wahnsinn. Die Stadt ist immer noch voller Menschen und Brooklyn, Jersey, der Fallout. Die können das nicht überleben. Das werden Sie, Miss Strickland. Sie betrachten das als notwendiges Opfer, um die SEV aufzuhalten. Und ich habe leider keine guten Alternativen. Sie haben jetzt nur wenig Zeit, um zu tun, was immer Sie vorhaben. Danach verstehen Sie, Miss Strickland. Negativ, Sir. Professor Gould hat mich überzeugt, dass wir eine Chance haben, aber wir müssen jetzt handeln. Ich wiederhole, können Sie uns unterstützen? Kontakt! Feuer frei! Fokus ganz los! Es geht um dieses Stück aus Prophets Gedächtnis. Wie es aussieht, liegt die Basis der SEV direkt unter dem Wasserspeicher im Central Park und Prophet war drin. Dort ist die Hauptregulierung der Sporen. Dort wird alles ausgelöst. Wenn wir Sie und den Anzug da reinkriegen, haben wir eine Chance, die gesamte Invasion zu stoppen. Aber wir müssen in den Park, solange noch Zeit ist. Das ist der Kanal, Ma'am. Legen Sie
Sie los? Colonel Barclay, hier ist Lieutenant Tara Strickland im Auftrag der Special Operations Group. Wir sind unterwegs zum Central Park mit einer Waffe, die den Seth-Angriff stoppen kann. Wir verfügen dank Cell über Transportmittel, aber wir brauchen Luftunterstützung. Können Sie uns unterstützen? Miss Strickland, ich hatte gerade einen Streit mit dem Pentagon. Die wollen einen praktischen Sprengkopf auf Manhattan abwerfen. Sir, das ist Wahnsinn. Die Stadt ist immer noch voller Menschen und Brooklyn, Jersey, der Fallout. Die können das nicht überleben. Das werden Sie, Miss Strickland. Wir haben das notwendige Opfer, um die Seth aufzuhalten. Und ich habe leider keine guten Alternativen. Sie haben jetzt nur wenig Zeit, um zu tun, was immer Sie vorhaben. Danach verstehen Sie, Miss Strickland. Negativ, Sir. Professor Gould hat mich überzeugt, dass wir eine Chance haben, aber wir müssen jetzt handeln. Ich wiederhole, können Sie uns unterstützen? Kontakt! Feuer frei! Fokus ganz los! Also, ich kann mal sehen, was ich tun kann. Alcatraz, wir fliegen hier praktisch blind. Ich muss die Ziele jetzt sehen. Markiere den Seth-Hinterhalt für einen Luftangriff. Wir haben das Signal Ihres Anzugs gespeichert und mit unseren Waffen verknüpft. Die Erfassung der feindlichen Ziele muss über direkten Sichtkontakt erfolgen.
Erfassung auf dich. Wir sind im Anzug. Tarnfeld aktiviert. Bestätigt. Moment. Feuer in 3, 2. Scheiße, Mann. Das war zu knapp. Das war... Thank you.
taktische Optionen verfügbar. Maximale Panzerung. Taktische Optionen verfügbar. Alcatraz? Was machen Sie da oben? Sie müssen hierher zurückkommen. Thank you.
Alcatraz! Was zum Teufel war das gerade? Wir empfangen massive seismische Aktivität mit Vektor 7. Sir, Sie werden es nicht glauben. Der gesamte Park hat sich gerade aus dem Boden erhoben. Wir müssen sofort ausgeflogen werden und brauchen bewaffnete Luftunterstützung. So viel Sie entbehren können, Sir! Verstanden, Miss Strickland. Ich tue, was ich kann. Gott schütze Sie. Hören Sie, Alcatraz. Ihr Lufttransport ist unterwegs. 6 Helikopter von Cell. Mehr haben wir nicht. Und wir haben alle keine Zeit mehr. Wenn es nicht gelingt, die Lage erfolgreich zu meistern, wird Stratcom auf Befehl des Pentagons einen taktischen Nuklearschlag auf Manhattan durchführen. Und zwar in 20 Minuten. Was immer Sie vorhaben, Sie sollten sich beeilen.